Trader. Mit uns hast du gute Karten. Herzlich willkommen. Wir sind hier wieder bei Trader. Eine weitere Commander-Runde, selbst zusammengestellte Decks, die wir gegeneinander spielen. Bei Trader gerne vorbeikommen. Hier wird gespielt Commander, Lokana, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Digimon, One Piece und alles, was es so an Sammelkartenspielen gibt. Zu kaufen online bei Trader, vor Ort im Trader Superstore und vor Ort auch gerne vorbeikommen, wie gesagt, und mal eine lustige Runde entspannt Commander zusammenspielen. Das genau ist auch das, was wir jetzt machen werden. Wir haben schon alle gezogen, haben schon gesagt, wir halten. Wir haben schon ausgewürfelt, wer anfängt. Und ich würde mal sagen, wir starten jetzt auf eine gute Runde. Rock'n'Roll. Genau, wir stellen die Commander zuerst vor. Danke. Ja, wer anfängt, fange ich mal an. Genau. Also ich bin Björn. Mein Commander ist Giada Font of Hope. Ist ein 2-2 Engel, fliegend Vigilance und jeder andere Engel kommt mit einem +1/+1 Marke ins Spiel und ich kann den Tab dann für ein weißes Mana. Das kann ich aber nur benutzen, um Engel zu spielen. Was mag wohl in dem Deck drin sein? Ich bin der Jan. Ich spiele Caster the Broken Halo. 5-4 mit Convoke. Ich kann meine Kreaturen tappen für Mana ihrer Farbidentität oder für generisches Mana. Caster ist Fliegend, Wachsamkeit und Eile. Und wenn ich einen anderen Spell mit Convoke caste, wende ich Hellsicht 2 an und ich ziehe eine Karte. Ich bin Felix, ich spiele heute Kambal, Konsul der Allokation. Und der besagt, immer wenn ein Gegner einen Nicht-Kreaturen-Zauberspruch wirkt, verliert er 2 Lebenspunkte und ich bekomme 2 Lebenspunkte. Ich bin der Frank. Immer noch, ich spiele den Solfim, Dominus des Chaos. Der sagt, also kostet 2 generische, 2 rote, falls eine Quelle, die ich kontrolliere, einem Gegner oder einer bleibenden Karte, die ein Gegner kontrolliert, nicht Kampfschaden zufügen würde, fügt sie dem Spieler oder der bleibenden Karte stattdessen doppelt so viele Schadenspunkte zu. Und für ein generisches, 2 rote phyrexianische Mana und 2 Karten abwerfen, kriegt er eine Unzerstörbarkeitsmarke. So, phyrexianisches Mana, entweder 2 rote bezahlen oder pro Mana 2 Leben, das wären dann 4 Leben. Ja. Okidoki. Gut. Dann go. Draw for turn. Ich spiele getappt eine Meria the Skyruin. Kommt getappt ins Spiel. Wenn ich am Anfang meines Upkeeps 7 oder mehr Ebenen kontrollieren würde, kann ich eine Kreatur aus meinem Friedhof aufs Spielfeld bringen und tappen ansonsten für ein weißes Mana. Dann gehe ich weiter. Dann ziehe ich. Gott, das weiß, der kostet auch nur mal eben. Zweimal. Weiß ist ja immer so. Nimm. Ja. Dann spiele ich Temple of Epiphany, kommt getappt rein. Wenn es das Battlefield entert, bin ich Hellsicht 1 an und kann sich für Blau oder Rot tappen. Dann Hellsicht 1. Kommt runter und ich gebe ab. Ja, ich spiele getappt das Thriving Moor. Wenn das ins Spielfeld kommt, kann ich eine Farbe auswählen. Anders als schwarz und ich für Tappen kann ich ein schwarzes Mana erstellen oder ein Mana der gewählten Farbe. Ich wähle weiß. Überrascht. Oder nehme ich ab. Ich spiele die autonome Schmelze, die kommt getappt rein. Haben wir jetzt alle in Tapland gespielt? Ja. Yes. Ja. So. Erzeugt ein rotes Mana für Tappen oder für ein generisches ein rotes. Das Tappen, das Opfern ziehe ich eine Karte. Und ich gebe ab. Spiele ich dazu noch eine Ebene? Und ja, dann. Boah, Junge, jetzt geht's ab. Ja, das ist. Spiele ich jetzt einmal Giada, meinen Commander. Und ja, gebe ab. Dann enttappe ich. Ich ziehe. Dann spiele ich das nächste Tap-Lane. Kommt getappt rein. Ich wende Hellsicht 1 an. Fühle ich mich ein bisschen unter Druck auch eins. Ach nee, du hast auch nicht. Okay, dann. Ich habe nur die Ebene gespielt. Ja, und dein Commander rausgebracht. Das ist aber auch hart für 2 Mana. Fliegend, Wachsamkeit. Und kann sich noch tappen für Mana. Und kann sich noch für +1/+1 Marken mit. Und? Ja. Weiß halt. Vielleicht ein bisschen verdruckt auch bei dem Mana-Symbol. Ich spiele Path of Ancestry. Der kommt getappt ins Spiel. So, siehst du? So geht das. Und dann spiele ich für ein Weiß. Jetzt sind die auch getappt. Die Martyr of Sands. Und die ist eine 1-1 und für ein farblos
Reveal X white cards from your hand, sacrifice Martyr of Sands, you gain 3 times X life. Und dann gebe ich ab. Schick. Mhm. Ich spiele ein Gebirge. Ich tappe das Gebirge, spiele einen Solring. Oh, frag mal. Dum, dum, dum. Und ich gebe ab. Jo. Alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe einen Solring gespielt. Jetzt kann passieren. Dann spiele ich eine weitere Ebene. Welche Wunder. Ich werfe Karten. Chill. Geile Reaktion. Ganz entspannt. Beruhig dich. Ist nur kleben geblieben. Dann spiele ich einen Engel. Wen hat es gewundert? Einen Archangel of Tithys. Ist 3-5 fliegend. Solange er ungetappt ist, können mich Kreaturen oder Planeswalker, die ich kontrolliere, nur angreifen, wenn der Beherrscher ein Farbloses dafür zahlt. Und wenn er angreift, müssen Blocker immer ein Farbloses zahlen für jeden Block. Und ich bräuchte einmal einen Würfel. Was war ich? Ich gehe kurz drauf ein. Die Commander haben wir vorgestellt. Kommt die Frage von Fox D. Hatten wir am Anfang vorgelesen. Können wir gleich aber nochmal, wenn wir dran denken, dann sagen wir nochmal kurz an, wenn wir sie reinbringen. Außer der Engel, der ist schon drin, weil da haben wir festgestellt, der kostet nur 2 Mana, hat fliegend Wachsamkeit 2/2, tappt auch gerne noch für ein weißes Mana und jeder andere Engel, den er kontrolliert, kommt auch mit einer +1/+1 Marke rein. Für jeden anderen Engel, den er bereits kontrolliert. Ja. Okay, die anderen lesen wir vor, wenn sie reinkommen, falls sie... Dauert noch. Dann übergebe ich. Kostet mehr als 2. Zug. Ist alles nur... Ne? Ja, manchmal möchte ich lustig sein und bin nicht so witzig, wie ich will. Deswegen soll ich. Tritt mich einmal unterm Tisch vorschieben bei einer neuen. Das ist alles gut. Dann spiele ich Frostbolt Snarl. Ich zeige ein Gebirge vor. Mhm. Deswegen kommt da das Modetat. Mal Wiener. Ja. Handmodel. Für Rot und Blau. Third Path Iconoclast. Wenn ich einen Non-Creature Spell caste, bekomme ich einen 1/1 Skull Soldier Artefakt Creature Token. Ist selbst 2/1. Und dann würde ich abgeben. So. Spiel Ebene. Ja. So, dann mache ich auch mal für 3. Mal gucken, andere rein. Das ist der Kambale Allokation und immer wenn ein Gegner nicht Kreaturzauberspruch wirkt, verliert er 2 Leben und ich bekomme 2 Leben. Alter. Ich bin manchmal ein bisschen langsam im Kopf. Tut mir leid, du weißt, dass ich ein Deck spiele, wo ich 12 Kreaturen oder so drin habe, ne? Ja, ja. Genau, ich habe Path of Ancestry, Mana ausgegeben, um einen Kreaturenzug zu spielen, der etwas mit meinem Commander gemeinsam hat, also Scry One. Und dann gebe ich ab. Ich hoffe, ihr benehmt also Chris. Jemand schreibt, wir sollen uns benehmen. Oder er hofft, dass wir uns benehmen. Ich wüsste jetzt nicht, dass sich einer daneben nimmt. Noch nicht. Aber ich habe gerade erst gecheckt, was der Commander kann. Von daher muss ich erst verkraften gerade. Rot kann kaputt machen, also. Ja, für Nicht-Kreaturzaubersprüche. Na gut, dann kriegen wir halt einmal, ne? Aber ich will auch nicht direkt drauf hier. Ich spiele erstmal meinen Commander. So. Den lese ich dann auch nochmal vor. Falls eine Quelle, die ich kontrolliere, einem Gegner oder bleibenden Karte, die ihr Gegner kontrolliert, nicht Kampfschaden zufügen würde, fügt sie dem Spieler oder der bleibenden Karte stattdessen doppelt so viele zu. Für ein generisches, 2 phyrexianische rote Mana und 2 Karten abwerfen, kriegt er eine Unzerstörbarkeitsmarke. Und der ist 5/4. Ich habe noch ein Mana. Und ich gebe weiter. Dann tappe ich mal. Ich spiele Path of Ancestry. Mhm. Ja. Nee, ich bleib erstmal. Wo war fliegend? Hat keiner, glaube ich. Nee. Hat keiner. Ja, dann komme ich mal zu dir mit. Ja. Yara für 2. Commander denn? Yes. Das ist einmal. Ja. Leben runter. Ich bin der Blaue. Du bist. Entschuldigung, hier gucken auch Kinder zu. Er meint die Schlümpfe. Avatar. Weststars, ich habe eine Ahnung wer. Jan und ich sagen danke und alle anderen auch. Wir möchten einfach alle gewinnen. Keiner soll verlieren. Ich
Okay. Dann enttappe ich. Ich ziehe. Ich spiele auch mein Gebirge. Problem ist, sollte ich eine Karte haben, die nicht Kampfschaden macht und einfach sagt, alle kriegen den Schaden, dann würde das ja auch irgendwie triggern, wenn die draußen ist. Wir würden sterben und du würdest überleben, ne? Wäre auch irgendwie lustig, aber nur für einen am Tisch. Nee, wenn er stirbt, ist er tot, bevor er das Leben kriegen kann. Ist das so? Ja. Triggert das nicht gleichzeitig, weil ich den Zauberspruch wirke? In dem Moment, wo er ihn wirkt, passiert das. Bekomme ich Leben. Dann, bevor der sein Spell resolved, bekomme ich das dann Leben. Dann kriegt er vorher Leben. Weil es schon bei Wirken ist und nicht bei Resolve. Dann muss er zwei Schaden mehr machen. Es sind ja nicht. Ja, doch. Er kriegt einmal zwei Leben. Ja. Aber das geht ja nicht gleichzeitig. Ich meine, ich spiele ja diese Karte, die das sagt. Dann, also, ich habe sie nicht. Ja, aber dann musst du einfach rechnen. Er muss 42 Schaden machen. Weil er kriegt ja vorher auf 42 hoch und dann machst du 42 Schaden. Ja, aber er kriegt ja diese zwei extra, die ich. Ach so. Wenn du musst einfach von vornherein denken, du musst zwei Schaden mehr machen, als er hat. Alles klar. Okay. Das ist. Jetzt verstehe ich. Wird nicht passieren, aber. Ja, vielleicht nicht mit 42. Für 3 gehe ich die Invasion von Sekovia. Ich bekomme 2 Leben, er verliert 2 Leben. Ja. Wenn sie das Battlefield entert, kriege ich 2 1-1 Karten, Kreaturen, Spielstellen mit Trampel. Und ich würde erstmal den Frank mit meinem Battle beauftragen. Beauftragen? Ich bin mit der Schlacht beauftragt. Also ich habe nicht mal Zivildienst dann gemacht. Ich könnte mit. Komm, ich die. Den Tegriff hier. Wir tun einfach mal so, als wäre das Trampelschad Eidenburg. Das sollte aber, glaube ich, mit dem 1-1er Trampelschaden erstmal noch auf dem Boden bleiben. 1-1 Trampel, ja. Ja. Wer kann, der kann. Dann. Das war ein Non-Creature-Spell, richtig? Das ist ein Non-Creature-Spell. Dann würde ich noch ein 1-1 Cutlass Soldier bekommen. Also zum 1-1 Trampel, auch Ameisen können das Vielfache ihres Gewichts sehen. Also so ein, ne? Und somit würden sie theoretisch auch trampeln, aber meistens wird nur auf sie drauf getrampelt. Würde ich abgeben. Das liegt an der Größe. Ja. Ist bei den Tentakeln wohl ähnlich. Dann spiele ich einen Swamp. Dann würde ich doch tatsächlich lieber mal für 4 den Angelic Field Marshal spielen. Der ist Flying. Und wenn ich meinen Mana kontrolliere, hat der +2/+2 und alle Kreaturen, die ich habe, haben Vigilance. Also das ist jetzt quasi eine 5-5. Und dann gebe ich ab. Der Commander ist halt schon bitter, ne? Das ist. Der macht doch noch gar nichts. Naja. Für mich macht er schon. Im letzten Spiel hatte ich 96 Leben. 96? Und hätte rein theoretisch mein Leben noch verdoppeln können. Aber ich habe halt Commander Damage bekommen, da war vorbei. Ich spiele für 2 Shrine of the Burning Rage. Du bekommst 2 Schaden? Ich kriege. Bekomme 2 Leben. Ja, das muss. Beginning of my upkeep or whenever I cast a red spell, kriegt er einen Charge Counter. Und für 3 generische Tappen und den Opfern dealt der Damage equal to the number of Charge Counter on it to target creature or player. Das mag ich nicht. Ich mag bei dir auch einiges. Ich höre die ganze Zeit, ich krieg Leben. Ach nee, Entschuldigung. Und ihr verliert Leben. Dann spiele ich noch für. Wie viel hat dein Commander hinten? 3. Ist ein Mana offen? Nee. Einfach ein bisschen, um das zu pacen hier, spiele ich Improvised Weaponry. Der deal 2 damage to any target. Also macht der, ich verliere 2 Leben, du kriegst 2 Leben, ich weiß. auf deinen Commander und ich kriege einen Treasure Token. So, ich kriege 2. Dann lebt er aber noch, ne? Die Schaden wird, glaube ich, verdoppelt. Ja, 18,4. Haben wir ein Treasure am Start für mich? Da, ja, stimmt. Da müsste bestimmt einer drin sein. Pass auf, ich gucke jetzt nach vorne und auf der Rückseite sind die ganzen Schätze. Ist das nicht immer so? Da. Nee, sehr hoch. Pass auf. Kann man sich schon mal vertun. Achso, die sind alle. Oder es ist auf der Rückseite des letzten Stapels, den du durchsehen würdest.
Aber wenn du so jetzt rangehst, dann ist es da halt nicht. Weißt du, das ist halt Murphy. Jetzt komme ich raus. Ach ne, ich habe da leider keine Tore. Ja, das hat die keinen. Kein Pressure drin ist. Also ich habe halt auch eins. Ich habe es hier. Ja. Jetzt? Jetzt. Oh ja, jetzt. Wow. Wow. Leute, ich fühle mich mit Schätzen so bombardiert zu werden, ist auch schön. Alle gleichzeitig. Ich bin ein bisschen gerührt gerade. Entschuldigung, ich muss das erst... Passiert. Tja, so sind wir. Okay. Herzensbrecher. Ich gebe ab. Dann spiele ich noch eine Ebene. Achso. Der Vorteil ist, jetzt ist er gerade nicht... Jetzt müssen wir die Sachen spielen, die wir sonst nicht spielen dürfen. Genau, dann spiele ich einen Brunnen der verlorenen Träume. Immer wenn ich Lebenspunkte dazu erhalte, kann ich X bezahlen, weil X kleiner oder gleich der Anzahl an Lebenspunkte ist. Falls ich dies tue, ziehe ich X Karten. Mhm. Dann komme ich diesmal zu dir für 2. Sollst du tun. Es ist egal, wie viel wir da machen. Lifelink? Nee, ne? Nee, ist der Commander neu. Okay, ja, der hat nur Wachsamkeit und Eile, aber Lifelink hat er. Nee, nur Wachsamkeit. Dass wir dem aber auch nicht noch Lifelink geben. Oder Indestructible oder sowas. Oder alles. Dann dürfte auch 3 kosten. Genau, ja, dann gebe ich ab. Jo. Den Tappe, ich ziehe. Irgendwie Gerda Akromas Jüngling oder sowas. Dann spiele ich noch ein Gebirge. Madame Dine, wir sagen danke. Sie wünscht uns viel Spaß. Bis jetzt klappt's noch. No. Ja, es geht schon weg ab. Hör auf! Dann guck mal das so. Ja, der kostet jetzt 5. Ja. Der kostet von Haus aus. Der kostet nur 2. Der zählt nicht. Das zählt. Den gibt's warte gar mal ab, wenn da gleich 15 L liegen, dann müsstest du es noch bereuen. Ja, so mal. Ja, nein, das ist ja so nicht zählbar, aber das ist für mich schon einfach. Von vornherein irgendwo ein Druckfehler, habe ich ja gesagt. Für 4 spiele ich Nesting Dovehawk. 2/2 fliegend, am Beginn meines Combats wende ich Populate an. Also ich kann einen Token, den ich kontrolliere, einmal kopieren. Und immer wenn ein Creature-Token unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, kriegt der Nesting Dovehawk einen 1/1-Counter. Okay. Dann gehe ich in meinen Combat. Ich kopiere den Squid. Der Dovehawk kriegt einen 1/1-Counter drauf. Ich mache nichts mehr im Combat. Ich gehe in die Main 2. Sechs. Ich würde dann nämlich für... Ist witzig, wenn sein Commander draußen ist. Ja. Aber warte mal, kannst du das Convoke. Ja, aber Convoke reduziert nur die generischen Mana. Nicht nee, die tappen sich auch für Mana der Identität. Ah, okay. Sorry. Und das Gute ist, das zählt nicht mit Einsatzverzögerung, weil die sich nicht selbst tappen. So, weil er sagt quasi, du tappst dich jetzt. Mhm. Und quasi nicht wie Elfen, die sagen, ich tapp mich jetzt selber. Quasi jetzt für 6. Oh, kein Elfendiss hier, nur ein bisschen. Nur stichelt. Auch Giad ertappt sich selbst für Mana. Ja. Passt das Gleiche. Eben. Also 5/4 Convoke, fliegend Wachsamkeit, Eile. Immer wenn ich einen anderen Spell mit Convoke caste, wende ich Hellsicht 2 an und dann ziehe ich eine Karte. Ja. Das ist nett. Wie sieht es mit dem Leben aus? Ja, rate mal. Also ich sag mal so, einer von uns spielt vielleicht ein bisschen Live-Game. Dann würde ich mal mit 5 fliegend was und keine. Du bist schon in der zweiten Hauptphase. Du kannst nicht. Ja. Nein, aber trotzdem schön. Trotzdem schön. Gut, dass du drüber gesprochen hast. Ja. Und dann gestoppt? Beim Test. Ja. Ich habe von dir so ein bisschen gemerkt, du warst ja so ein bisschen traurig, da ich ja schon so viel. Du denkst, boah, ich habe nur 44, wenn ich nicht mindestens 3 stelle. Ich bin ein Zählt hat für mich doch gar nicht. Ich will der Penner davon. Nein, so schlimm. Live-Game, viel so, Leben. So schlimm ist es. Kein Live-Game. Wo waren wir das hier? Oh, sie wird richtig gegendert, aber ich nicht und werde mit R. Ja. Hab ich gerade Kari Wunderland als er angesprochen? Wie sagt man denn das richtig? Er, Sternchen, sie, Mensch? Ich bin da raus. Entschuldigung, Kari Wunderland, ich weiß natürlich, dass du eine sie bist. Ja, aber sagt man das heutzutage, wenn ich jetzt sage weiblich, darf man das sagen? Eigentlich nicht.
Man weiß ja nicht, eine was Mensch. Das gegenüber ist. Also sie sagt ja selbst, sie ist eine Sie. Dann ja, dann darf ich das. Also ja. Sie ist auf jeden Fall eine Sie. Dann darf sie. Es ist eine Lady, ich darf das einfach so sagen, oder? Oh, Magic. Ich bin All of Signet. Für ein Farblos mache ich und Tappen mache ich ein Weiß und ein Schwarz. Mhm. Und dann würde ich ein Weiß tappen. Mach mir ein Weiß und ein Schwarz. Für das Schwarz spiele ich ein Dorfrituale. Mhm. Opfer die. Kriegst du ein Leben? Nee, zieh zwei Karten. Kriegst du nicht Leben ihrer Stärke, wenn sie stirbt? Oder was war das? Wenn sie nee, wenn ich die Opfer mit ihrer Fähigkeit. Ach, nur dann. Wäre das was geworden. Und für das Weiß spiele ich ein Pass to Exile. Nein, wohin denn? Du entscheidest gerade hier, ne? Du bist am Überlegen, oder? Zwischen nein, macht keinen Sinn bei dir jetzt. Ich würde eher deinen Commander abschießen. Nee, was war das denn? Der hat gerade keinen Mana zum Countdown offen und wenn der tot ist, dann ist das schon wieder teurer. Aber du darfst natürlich ein Standardland raussuchen, das getappt ins Spiel bringen. Eigentlich hat er einen Zauberspruch für dich gewirkt. Ja, also ja. Ich ramp jetzt richtig hoch. Ja, und dann gebe ich doch auch schon wieder ab. Okidoki. Guck mal, ich hab mal. Möchte er abheben? Ja, ist gut. Haben wir noch kurz einen Würfel für mich, damit ich das hier tracken kann? Danke sehr. Bringt mir auch nichts, jetzt ist auch nichts Großgefährliches am Feld, oder? Also wir waren gerade noch dabei, dass ihr mich in Ruhe lasst, bitte. Oder ist irgendwer, ich möchte einfach, ich hoffe auf ehrliche Antworten. Ist irgendeiner so der Meinung, er möchte mich nicht in Ruhe lassen? Ich habe gerade nichts. Ich frage für einen Freund. So. Also ich würde dich höchstens angreifen in meinem Battle. Dann würdest du ja deinen Battle angreifen, nicht mich. Aber ich würde ja auf dich zielen. Ja, aber das Battle. Nein, du würdest auf das Battle zielen. Okay, aber du bist auf deinem Feld. Ja, ja. Non-Creature Spells darfst du, versuch's. Ich würde es dir gönnen, aber... Okay. Wir sind auch, die Engel und so kommen auch erstmal nicht zu mir, oder? Nee. Federfeed bleibt erstmal hier. Also ich bin nicht der Typ, der bedrohen kann, deswegen ist halt eigentlich das Rot gar nicht so meine Farbe eigentlich, aber... Okay, nee, dann belasse ich das wohl erstmal alles so dabei und gebe ab, ne? Ich habe jetzt nicht die Engelmassen hier. Noch nicht. Ich spiele weiter Ebenen. Immerhin klappt das diesmal. Ja, davon hast du gleich schon 7. Ja. Dann geht's ab. Nee, also fehlen noch 3. Du brauchst Ebenen, ne? Ich brauche 7 Ebenen und dann brauche ich einen Friedhof. Oh. Ja, dann greife ich mit deinem Commander an, ich block den, der ist hier und du kannst den Friedhof nehmen. Nein. dann nutze ich mal das hier schön und ich spiele einen Battlegrace Angel. Der ist 4-4 Flying Exalted. Und immer wenn eine Kreatur von mir alleine angreift, bekommt sie Lifelink bis zum Ende des Zuges. Ich bräuchte noch einen Würfel, bitte. Alle kriegen Leben hier. Ja, weil das sind jetzt zwei andere Engel drin, also kriegt der 2 Marken. Und ich mache einmal Scry 1. Der bleibt da. Ja. Der fliegt? Der fliegt. 3-3. Nee, dann bleiben meine Engel zu Hause. Dann gebe ich ab. Im Haus drin. Wo ist die Fliegenklatsche, fragt einer für die Engel. Da ist doch noch zu früh für da, jetzt wollen wir mal entspannt bleiben. Und falls das mit dem, achso, nee, da war ich bin kein er oder sie, sondern ein Pinguin im Körper eines Kampfhelikopters. Das finde ich eine sehr gute Antwort. So. Schreibt da jemand und dann schreibt jemand, soll das ein Witz auf Kosten von Menschen sein, die gerne richtig gegendert werden wollen? Falls das an uns geht, nein. Ich wollte es nur richtig machen. Und es ist schwierig heutzutage. Mehr wollte ich nicht sagen. Ich ziehe auf jeden Fall. Und Grüße gehen raus an Nils. Werden auch viele von euch kennen, die hier zugucken. Wir nennen ihn auch gerne Precon Nils oder Roulette Nils. Oder einfach Nils, weil er gerne den, Achtung, Nils spielt.
Sehr gut übrigens. Sind sehr netter Kerl. Meistens. Dann spiele ich Pre-Stream. Kommt ungetappt rein, wenn ich zwei oder mehr Standländer kontrolliere. Das ist der Fall. Ich komme ein bisschen schädlich vor mit der Reihenfolge. Achso, du bist bei mir. Danke. Die Trampeltentakel. Die sind sehr wichtig. Das kommt noch gefährlich. Mit jedem Klick kann ich X von Mana zahlen und Karten ziehen. Drei. Brunnen der verlorenen Träume. Klingt wie meine Bio. Für 5. Migratory Root. Ich bekomme 4 1-1 weiße Vögel mit Fliegen. Simpel. So viele Karten lecker. Die so schön werden. Wie meinst du das? Ja, die ganzen Kreaturen und Vertrauen, die sagen immer, wenn eine Kreatur spielt, guck ich ein Leben. Hm. Dann ja. Wäre er schon ein Freund von mir. Ja, und? Nö. Auf jeden Fall sind 4 Vögel reingekommen, 4 Creature Token. Dann kriegt er einmal 4 Marken. Ja, für jede oder? Whenever a Creature Token enters the battlefield. Ja. Also für jede? Ja. Ja. Immer wenn halt eine reinkommt. Nice. Genau. Sonst wäre es whenever one or more. Dann ist er schon bei 7-7. Ja. Das ist eine richtig krasse Taube. Gut gefüttert, würde ich sagen. Das ist heutzutage. Das ist die Engel klein dagegen. Ich bekomme noch einen Soldat wegen einem Non-Creature-Spell, der dir keinen Schaden macht. Du bist immer noch zufrieden damit, dass du mir meinen Commander genommen hast. Ja. Ich frage nur, da liegen gerade 15 Kreaturen. Ja, Ah ja, und 7-7 dazwischendurch. 8-8, weil es ist eigentlich schon wieder ein Token ins Spiel gekommen, oder? Richtig. Und jetzt ist der Anfang des Kampfes, das heißt, du machst Populate. Nee, ich wollte noch was gucken, ob ich. Also diesmal auf das Haste denken. Oder anders Haste denken. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Dann würde ich so machen, dass 2 Vögel getappt sind, 2 Vögel sind noch offen. Aber die sind eh einsatzverzögert, also relativ irrelevant. Dann für 8 würde ich meine Commander erneut spielen. Dann würde ich jetzt in meinem Combat gehen, Populate machen. Ich würde mir ein Vögelchen holen. Wo ist die 3? Da. Dann kriegt der Plus, ne? Ja. Dann würde ich mal größere Würfel machen. Bei alles unter 20 bin ich noch entspannt. So. Das ist die Testotaube. Die Testotaube. Jetzt angreifen, wie willst du angreifen? Ich würde angreifen und ich würde diesmal korrekt dich mit meinem Commander für 5. Für 5. Willst du hier noch vorbeikommen? Nee. Dann obwohl doch, Schaden. Ich würde meinen Battle angreifen mit der Testotaube. Jan AK Pigeon Pete. Hause weg! So nämlich. Okay. Also. Fliegend, ne? Genau, 9-9er Testotaube kommt vorbei zu meinem Battle. Ich bin auf Schaden. Commander, hast du den notiert? Den habe ich schon notiert, ja. Dann jetzt wollen wir entspannt bleiben, du hast 39, bist immer noch oben mit dabei. Das Battle in mein Spiel umgewandelt, bis zu einer 3-3 Kreatur. Was besagt, Non-Creature Spells, die ich caste, haben Convoke. Und am Beginn meines Endsteps untap up to 4 Target Creatures. Dann gehe ich in meinen Endstep, wähle die Testotaube. Den hat sie jetzt weg. Und die Trampel-Tentakel. Aber auch immer mit T, ne? Das finde ich gut. Und da gibt's Haupt? Ich gebe Haupt, ja.
ich wäre mit deinem Commander ultra fein, wenn der dir nicht die ganzen Leben geben würde und ich so eine Ahnung hätte, dass du gleich dreistellig da sitzt. Gerade gar nicht, du. Gerade gar nicht. Dann kann ich über die Taube ziehen. Ich spiele eine Ebene und dann würde ich für... Oh, Pitch and Pete finde ich gut, ey. So speichere ich dich jetzt in unserer Gruppe auf jeden Fall. Zwei... Ich will das sagen, Image weg. Ja. Oh, stimmt. War guck mal, ich hatte es schon verdrängt. Für drei Mana spiele ich Geschäft abschließen. Mhm. Jeder Gegner sieht eine Karte. Und dann siehst du für jeden Gegner, der auf diese Weise eine Karte gezogen hat, eine Karte. Finde ich gut. Cool. Ich bedanke mich. Ihr zieht alle eine, ich ziehe drei. Ja. Finde ich gut. Ja. Ein guter Tausch. Geht so. Oh, entschuldige, wir haben eine, du hast drei gezogen. Wir sagen alle Danke, sind voll glücklich. Und du sagst, ja. Schon besser gezogen in meinem Leben. Manche Leute können einfach nicht zufriedengestellt werden. Nee, geht auch nicht. Geht einfach nicht. Drei Karten ist noch kein Card Draw, das lohnt sich nicht. Ja, ich bin Mono-Rot, ich bin auf jeden Fall der Dankbarste an dem Tisch an der Stelle. Ja. Also dafür, dass du quasi Schaden verdoppelst, hast du noch wenig Schaden. Ja, ich habe, wie gesagt, ich warte auf den Ersten, der mir einen Grund gibt, ihn als Ziel. Dann fokust du ihn einfach bis... Genau. Ja, für drei spiele ich dann nochmal den Preacher of the Schism. Ist der wirklich so? Ja, Schism. Vampir-Kleriker, Death Touch und wenn der angreift und den Spieler mit den meisten Leben oder gleichgestellt mit den meisten Leben angreift, bekomme ich einen 1-1 weißen Vampir mit Lifelink und wenn ich derjenige bin mit den meisten Leben und greife an, dann ziehe ich eine Karte und verliere Leben. Schick. Kann man sich schmecken lassen. Ja, wenn man denn Live-Gain hätte. Ja, ey. Bitte. Es wird nicht die einzige Karte sein mit Live-Gain. Naja. Ich habe mich ja gerade über das Team beschwert. Also kannst du dir ahnen, was so los ist in meiner Hand. Ich spiele hier Birke. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kann ich mir noch alles offen lassen? Bin ich immer noch derjenige, der sagen kann, ich habe nicht das Target drauf? Ich glaube, du hast am wenigsten das Target drauf. Dann bleibe ich nämlich erstmal noch entspannt und gebe ab. Ja. Oh, der hat die Uhr nicht gestellt. Wann haben wir angefangen? Hat das einer mitgekriegt? Ich würde so schätzen, wir haben so eine 20 Minuten, eine halbe Stunde. Halbe Stunde. Ja. Gedrückt, nicht gestartet. Jetzt haben wir noch so eine Stunde. Dann tappe ich mal. Das ist 6 Mana. Aber Patrick sagt doch nochmal Bescheid, ne? Aktive Spieler beendet. Und spiele einen Pristine Angel. Der ist 4-4 fliegend. Solange er ungetappt ist, hat er Protection from Artifacts and from all colors. Und immer wenn ich einen Spruch spreche, kann ich ihn enttappen. Bräuchte bitte nochmal einen Würfel. Was für ein speziell? 6 erreicht. Also. Solange der ungetappt ist, hat er Protection from all colors and artifacts. Wie genau kriegt man ihn weg, wenn er ungetappt ist? Opfern lassen. Colorless. Eldrazi. Oder colorless, ja. Das gab es damals noch nicht. Ist aber schwierig, wenn Artefakte raus sind. Also. Also egal was passiert, der geht wohl schon mal nicht. Das gefällt mir nicht. Ein Flieger. Nee. Nee, ich gebe ab. Dann enttappe ich. Der gefällt dir nicht, der Engel. Der gefällt mir gar nicht. Und dann daraus wieder. Wenn er getappt ist, also beim Angreifen, er hat keinen Vigilance, dann verliert er das. Sie greifen ja mit ihrer Regel nicht an, sondern weil es nur locker ist. Der beste. Ich brauche den für die Taube momentan. Wenn Pitch and Pete vorbeikommt, ja. Terror-Taube hier. Der verfängt sich einfach in die Flügel hier. Er schreibt, Schism wäre das ausgesprochen, aber ich finde Schism so viel. Schism. Schism-a-Dizzle ist halt die. Eben.
würde dann einfach mal die drei Squids tappen für einmal Talisman der Kreativität und für die Sky Clan. Talisman der Kreativität kann sich für farblos tappen oder für blau oder rot. Ja, kein Problem. Mhm. Ich bin immer noch entspannt. Dabei würde ich aber einen Schaden bekommen und im Sky Clamp im Equipped Creature bekommt plus 1 minus 1. Und wenn die ausgerüstete Kreatur stirbt, ziehe ich 2 Karten und Ausrüstung 1. Dann für ein Weiß, ein generisch, würde ich Sutur Priest spielen. Wenn eine andere Kreatur unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, bekomme ich ein Leben. Und immer wenn eine Kreatur bei einem Gegner das Spielfeld verlässt, verliert der Gegner ein Leben. Mhm. Fast synchron. Hm. Ja. Dann würde ich noch einen Land spielen, Care Keep. Kann sich für farblos tappen, für ein generisches ein Rot und ihn tappen. Für mich ein 0-1 Red roten Kobold mit dem Namen Kobold of Care Keep. Ja. Hm. Bisschen Missbrauch. Passt. Hast du dir gerade selbst einen Super gegeben? Nee, sonst klingt das Screen jetzt immer so negativ. Danke, danke, danke. Genau, okay, alles klar. Dann auf den Dauerschleife. Danke. Andere. Dann würde ich einmal die Skyclam. Ja. Ja, komm. An die Testotaube. Also ist das jetzt eine 10-8? Taube. Mhm. Dann gehe ich in meinem Combat. Ich würde eine Taube, würde ich so machen, dass ich erstmal die verzögerte markiere. Ein Vogel. Ja. Den populiertest du jetzt quasi. Genau. Ja. Frieren Vogel. Das ist jetzt der langsame Vogel. Ich bekomme ein Leben. Weil der Kreatur unter meiner Kontrolle ins Spiel gekommen ist. Die Taube wird größer. Genau. Auch. Ich habe das halt bildlich vor Augen, das ist mega super, so eine Riesentaube. Fliegen kann die, also immer noch, ne? Aber theoretisch so eine etwas dickere Taube hätte Probleme mit dem Fliegen, glaube ich. Also müsste die Relation mit den Flügeln halt schon stimmen. Das ist ein richtiger Albatros. Brummer. Ja. Ja. Du hast viele Flieger, sind Engel. Es sind Engel, die fliegen auch. Hm. Engel sind auch nur Flügel. Ja, komm. Dann. Was? Greife ich einmal mit der Taube und mit. Ich arbeite für einen Metzger. Ich bin da, weiß ich. Ich hab mal direkt Bilder im Kopf. Würde ich so machen: Ich würde wieder dich mit meinem Commander angreifen und du kriegst dann die Taube ab. Du musst aber einen Mana dafür zahlen. Das für jeden Angreifer. Auch das sagt den, der. Auch den, nein, der nicht auf dich nee, geht? Nee, nee, auf mich. Okay. Der auf mich geht. Dann bezahle ich das eine. Dann kommt eine 11. 11, 9. Taube. Springt mein Pristine Angel dazwischen. Mhm. Der ist 7-7. Schutz vor allen Farben. Ja. Dafür ist er da. Genau. Der wird nicht getappt. Nein. Der ist genau für die Taube da. Dann gibt's Hop. Dann gehe ich mein Endstep. Ich kann bis zu 4 Kreaturen tappen. Hab nur eine. Dann nee, du kannst so deine Dinger da noch. Ach so, ja. Boah, der Typ hat Ahnung. Dann gebe ich ab. Ja. Ja. Das ist so eine Testotaube und ein Engel prügeln. Aber die Tentakel mit Trampelschaden sind auch sehr gefährlich. Stille. Hey. Gibt's hier Grashüpfer? Gibt's hier nicht, ne? Nee, schade. Warte, was gibt den? Zwei, drei,
spiele ich Infektion Untersuchung. Ich ziehe 2 Karten und jeder Gegner erhält eine Giftmarke. Meine Giftmarken sind jetzt nicht so essentiell wichtig. Ey, warte mal, du gibst uns ganz schön viel. Ne? Mit dem Kartenziehen war cool. Giftmarken ist jetzt so ein bisschen so meh. Ich verliere 2 Leben. Ja, na, guck mal. Ist ja nur für ein Kartor, ich habe ja nichts mit Proliferate. Also, die könnt ihr euch gerne geben. Ich weiß ja nicht, ob einer von euch mit Proliferate spielt, nee, dass da irgendwie auf also Giftmarken aus. Also, der ist zwar aus dem Phyrexia-Deck, aber der hat nichts mit. Und aber die Engel sind nicht giftig, oder? Also. Nein. Die sind noch frisch. Also, ich wüsste. Ich würde mir nur Gedanken machen bei der Terrortaube, wenn die man hier noch. Testotaube, nicht Terrortaube, ist ein Unterschied. Für mich ist es eine Terrortaube. Spiel ich für 2 noch einen Felwassdown. Vampire Noble, Flying, Lifelink und zu Beginn meines Endsteps, wenn ich mehr als 3 Leben bekommen habe, würde jeder Gegner 3 Leben. Und dann gebe ich ab. Ein bisschen Angst. Ich wurde gerade im vorigen Match alles. Rein theoretisch, ich könnte auch nur Creature Spells mit Convoke. Also rein theoretisch habe ich ein bisschen Mana offen. Also. Ich nutze jetzt auch nicht all mein Mana, deswegen. Okay, das ist die OP-Karte. 3 rote und 3 generische spiele ich Entfesselung der Feuermacht. Falls eine Quelle, die ich kontrolliere, an der bleibenden Karte oder einem Spieler Schaden zufügen würde, fügt sie der bleibenden Karte oder dem Spieler stattdessen 3-mal so viele Schadenspunkte zu. Also verdoppelt, verdreifacht. Also 6-mal jetzt. Versechsfacht. Versechsfacht, genau. Ja, warte mal. Das sind. Das ist die Frage, sind das. Ich darf mir aussuchen, welche Reihenfolge, aber es kommt das gleiche raus. Mal 2, mal 3. Ja. Oder mal 3, mal 2. Ist das gleiche. Weil es alles mal mal ist. Ja. Kann man verschieben. Ja, aber wenn du jetzt einen Schaden verteilst. Willst du diesen einen Schaden einmal verdreifachen und einmal verzweifachen? Das ist ja ein Unterschied, ob du, wenn ich jetzt einen Schaden schieße, den verdoppel und den verdreifache, schießt du mehr Schaden, als wenn du einen Schaden einmal verdreifachst und einmal verzweifachst und den schießt, oder nicht? Nein, das sind jedes Mal 6. Sind 6, ne? Mal ist immer das gleiche. Beides mal 6. Mal, habe ich mal gesagt, ich war richtig gut in Mathe. Nee, ich bin lange wach. Kinder, geht zur Schule. Ich bin lange wach, lass mich. Reihenfolge bestimmte angezielte Spieler, aber wie wir, danke Pantatour 952, aber wie wir festgestellt haben, mal ist mal Multiplikation ist Multiplikation. So. Die Terrortaube hat gesprochen. Ich bleibe weiterhin bei meiner Aussage und hält sich zurück. Ja, ich gebe ab. Ich hab schon wieder vergessen, wie nennst du die? Ich sag mal Terrortaube. Was ist die? Turteltaube. Was? Was meinst du? Die, was hast du mal gesagt? Pigeon Peak? Nein, ja, die Taube. Die Testosterontaube. Testosterontaube. So, die Testosterontaube. Ja, ich war mal. Totemtaube. Ich spiele ein Treasure Chest. Ist ein Artefakt für 4 farblose und opfern 20-seitigen Würfelwürfeln. Für 1, wenn ich eine 1 würfel, verliere 3 Leben, 2 bis 9, 5 Treasure Token, 10 bis 19, 3 Leben, 3 Karten. Und für einer 20 eine Karte aus der Bibliothek raussuchen, wenn es ein Artefakt ist, direkt ins Spiel bringen, ansonsten auf die Hand nehmen. Dann bin ich fertig. Dann tappe ich. Ging ja schnell. Zug.
spiele ich eine Insel. Fangen wir erstmal hier an. Für 1 rüste ich die Skyclamp um. Und zwar einen Vogel, dadurch wird ein Vogel sterben. Wodurch ich 2 Karten ziehen kann. Was hat die Tamara Taube jetzt? 10. Ja, es ist wieder 10-10. Hm. Geht ja. Es ist noch frisch. Dann würde ich nochmal Taube, Taube stirbt. Ich ziehe 2 Karten. Wo wir bei dem Thema kaputte Karten sind. Als ich die damals gesehen habe, habe ich auch gedacht, die haben sich nichts dabei gedacht, oder? Hier was? Ja, beim Skyclamp. Ja. Und die ist im Precon mit. Ein Token-Deck unverzichtbar. Ja. Dann was ist das für ein Art? Ach, das ist das Phyrexia Artwork, mache ich gerade ein bisschen. Dann würde ich einmal 2 Squids tappen für den Gedankenstein. Kann sich für farblos tappen, für ein generisches und ihn tappen. Kann ich ihn opfern und eine Karte ziehen? Dann würde ich direkt ihn tappen, wieder Vogel opfern. Ich brauche ein bisschen Karten. Ziehe ich wieder 2 Karten. Ich ziehe halt ein bisschen viele Länder, das ist ein bisschen. Also. Ist cool. Also, jetzt haben wir einmal 3 Karten und beschwert sich, jetzt haben wir 6 Karten und beschwert sich. Also, ich habe zu viel Mana. Ich weiß nicht, wohin mit dem ganzen Mana. Das Luxusprobleme. Ja, passiert. Kennt ihr das auch? Ihr wacht morgens auf und denkt euch, ich habe einfach zu viel Mana. Nö. Oder da sitzt eine Terror-Taube auf der Fensterbank. Das schon öfter. Ja, dann würde ich in den noch nicht Combat gehen. Sondern ich würde nämlich wieder zurückgehen, Skyclamp zu der Testotaube. Was sie wieder zu einer 11-9 macht. Jetzt sehe ich hier mein Combat. Mhm. Kopiere einen Vogel. Die ist schon hoch. Sie wird größer. Ja. Das ist eine 12-10 Testotaube. Ich bekomme mein Leben, weil eine Kreatur von mir reingekommen ist. Der sagt, wenn eine Kreatur vom Gegner reinkommt, nicht stirbt, verliert er ein Leben. Habe ich vielleicht falsch gesagt? Mhm. Ja. Okay, aber ist auch ein Mail. Ja. Also ist alles frisch. Es kam ja auch. Kam eine Kreatur rein? Und bei dir nur eine. Also ist noch nichts Dramatisches. Grüpfig gesprungen. Der hat 2 plus 1 Counter drauf, ne? Der hier? Ja. Der hat 2, ja. Aber das ist der, der Schutz vor hat. Der hat 3. Ja. Der ist 7-7. Der ist 6-6. Ja. Der ist 4-6. Wenn du morgens aufwachst und zu viel Mana hast, hilft nur noch Tupfen feuchtes Papier. Wie war das mit dem Jugendfrei? Das ist der Chat, ich lese nur vor. Wir reden über eine Erkältung. Selbstverständlich. Die Mana-Viren. Ach komm, was soll's. Die Testtaube kommt mal bei dir vorbei. Wenn du ein farbloses zahlst? Das ist auch okay. Und du wieder mit den Engel blockst. Oh. Egal. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Du bist 20 Jahre jünger als ich, ne? Ach, ist doch wurscht. Und hast ein Kurzzeitgedächtnis? Ich kann ihn doch eh wieder enttappen, das passiert. Ich gehe meine zweite Mainphase. Das von mir aus können wir das häufiger machen. Ich spiele für 5 Venerated Loxodon. Kreaturen, die mit ihm convoked wurden, bekommen eine 1-1 Marke. So. Gibt es denn das jetzt quasi 4x 2 Zweier? Dann
Noch ist auch nicht so, dass er einen rausnehmen könnte, ne? Also ich bekomme wieder ein Leben. Oh, schon. Die Zeit fast für den Boardwipe noch nicht gekommen, oder? Mhm. Dann gehe ich. Geh aber schon in die Richtung jetzt. Jetzt in meinen Endstep. Ich enttappe eine Kreatur. Meine zweite Kreatur. Das Problem, das ich habe, das sage ich auch immer wieder im Chat und wer mich kennt, weiß das. Ich bin ein super Verlierer, bis auf die Runde gerade, die zählt nicht. Wer mich kennt, weiß warum. Aber ich bin ein ganz, ganz schlechter Gewinner und ich kann auch nicht einfach, ich möchte... Zwei Vögel sind dann noch getappt. Nicht einfach Leute töten, das kann ich nicht. Ganz schwer. Ich bin kein Rotspieler. Du musst ja auch niemanden töten, es reicht schon ein paar Kreaturen zu töten. Ja, aber dann bin ich immer noch der keine, also, weißt du? Angenommen, die Sache ist die, angenommen du hast die Möglichkeit jemanden zu töten und darfst dir aussuchen wen und machst es aber nicht, so bin ich halt, weil ich das nicht kann. Ganz, ganz schwierig. Vielleicht ist Rot nicht meine Farbe. Für ein Weiß. Mache ich ein Weiß und ein Schwarz. Für das eine Weiß spiele ich ein Andy's Welcome. Und für das eine Schwarz. Ich glaube nicht, dass die mich so schnell rausnehmen können, sollte ich einen wegmachen. Weiß-Schwarz spiele ich Heliod Suncrown. Oh. Ich bekomme ein Leben, weil eine Kreatur unter meiner Kontrolle ins Spiel gekommen ist. Und da ich die Hingabe zu 5 habe, ist der direkt als Kreatur. Und du verlierst ein Leben, wenn eine Kreatur unter deiner Kontrolle reingekommen ist. Ja gut, das wäre also du kriegst eins, dann bleibt es so, aber das Entscheidende ist für mich, dass ich einen 1-1-Counter verteilen kann. Ich halte mich zurück, weil ich sowas ganz schlecht kann. Ich spiele das Deck auch das erste Mal und ich bin halt kein Rotspieler, weil die Frage gerade, also ist, denke, hält sich zurück und was der Plan ist, wenn ich einen rausnehme, wie ich die anderen überlebe. Das und dann gebe ich ab. Rot halt nicht unbedingt sterben. Ich bin Ersthelfer. Sagst du Bescheid? Ich bin auch Ersthelfer. Ich weiß, wo ich einen. Aber ich mir selbst. Ist nur das Bein, da kann man sich selbst helfen. Zum Krampf geht's noch. Wenn mal jemand von euch endlich mit einer Kreatur angreifen würde, dann könnte ich auch noch mal ein paar Sachen spielen. Ja, ist schon ein bisschen ein Pazifisten-Run hier. Ach ja, das stimmt. Pantatur hat recht, wenn ich nichts tue, aber wenn ich jetzt sage, ich nehme den raus oder nehme den raus, mach ist auch. Muss jemand rausnehmen, wieder. Das reicht ja auch, Kreaturen zu töten. Und auch nicht alle, aber vielleicht mal hier, ja, und da das Board ein bisschen dezimieren, glaube ich. Das wird manchmal helfen. Das reicht doch schon so ein -1/-1 auf alle Kreaturen, dann sind seine ganzen Token schon mal weg. Außer die Vögel. Ne, die kriegen gar nicht. Ist ja dann dementsprechend bei Hitchcock oder was? Ja, ich muss Nils Deck spielen. Mehr. Ja, mich einmauern, Kissenburg bauen und mit einer Karte. Ne, ne, was ist die höchste Stärke von den. Ja, aber dann ist meine auch weg. Die höchste? Nicht, ne? Da. Egal was, da. 12. 12. 12 hat der, ne? 11, 12. Ja. Stärkste, ja. 12, ja. 10. Aber 10 Toughness. Da wird die Zeit jetzt auch nicht eingeblendet, dass ich das ungefähr genau weiß, oder? Hm. Wir sind so bei einer circa Stunde jetzt. Hm. Also wenn du einen rausnehmen kannst, dann mach ruhig. Ja, wir können jetzt alle unsere Decks leer spielen. Aber dann könntest du mich töten. Das ist das, was Pantatua sagt. Wie viel Schaden kannst du insgesamt machen? Wenn ich mit allem angreife jetzt. 12, 13, 14, 15, 16, 19... Plus 8, 27. 20, ja, 27. 31. Und der macht 6 und 37. Und der 12er. Hatte ich den schon? Den hatte ich schon. Ja. 37, 38 Schaden. Ah, hier der 3-3. Nee, ja. Der ist ja blöd für mich. Und je nachdem, was du von mir kaputt machst, kommst du dann nicht mehr drauf. Genau, so dass sie sich rausnehmen können. Ja, ja, aber wenn ich was kaputt mache, könnte ich niemanden mehr töten. Werdet ihr mir arschböse, wenn ich das jetzt machen würde? Mach einfach, spiel dann. Gönn dir. Darf ich mal bitte ein W6 haben? Ah, ich habe hier einen, warte, der liegt auf 4. Ja. Mach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Hallo? Ja, ich, ja. Okay, für dich? Easy. Du hast 39, ne? Ich hab mich vielleicht verzählt. 3, 4, 5, 6, 7. Ich hab mich tatsächlich verzählt. Okay. Dann machen wir das anders. Doch noch. Ja, aber ich töte die Kreaturen. Kann man machen. Ah, ne, gar nicht. Wird ja verdoppelt und verdreifacht, ne? Ja. Hab ich vergessen. Ja. Also insgesamt 5 Mal, ne? 3, 4, 5. Mal 6. Wieso mal 6? Also ein Schaden sind 6 Damage. Ja. Jetzt. Also wenn du 7 Schaden machst, bist du bei 42 Schaden. Ja. Achso. Ja, dann. Weil Multiplikation hatten wir vorhin. Ja, zwei, ich war 3. Ich hab einen, es ist. Nochmal, ist mir unangenehm, aber Unterzug, der Jan weiß das, ich hatte relativ viele Schlaganfälle für die letzten 2 Jahre. Kurzzeitgedächtnis, deswegen war ich so überrascht, dass dein Kurzzeitgedächtnis im Arsch ist. Ich bin Schüler, das also gibt's nicht mehr. Für, wie viel brauche ich denn bei dir jetzt? 39. Dann tappe ich einfach alles. Und wenn du das Inter... Ach, du könntest das ja auch interrupten. Ich... Ja, weil Kevex kostet mehr. Jetzt, ne? Kostet mehr, ne? Ja, kostet 2 mehr, aber ich glaube, das ist bei einem Convoke-Deck relativ egal. Egal, ich hab's angesagt. Ich würde 2, 3, 4, 5, 6 wären es, ne? Einer, 1 plus X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind dann 36. Nee, jetzt 6, 12, 18 sind 36, stimmt. X ist 6? Ja. Guck mal, lebst du sogar noch. Und dein Treasure ist geopfert. Ja. Dann bist du auf 3. Große Fresse gehabt und nichts passiert. Geil, ich fühle mich ein bisschen... Nein, nichts passiert, das ist auch ein bisschen übertrieben. Du hast ihn jetzt ein bisschen in die Defensive gebracht. Ja, genau. Du hast rot gespielt. 36, ne? Ja. Eins oder... Da, das ist ein anderer App. Du musst... Kannst auch lang... Für die, genau so. Du warst bei 39, ne? Dann müssen wir... 3. Okay. Ja, die anderen sind ja nett und ehrlich. Jetzt kommt der weiße Lightning Bolt und das ist vorbei. Dann gebe ich ab. Vorher habe ich hier 4 Mana und ich opfere mal meinen Treasure Chest. Ich brauche jetzt einen echten W20, den einer hat. Ja, den habe ich irgendwo tief in meinem... Ja, keinen Life Card. Ja, nee, das ist kein... Das ist, ich habe einen auf jeden Fall. Hast du? Sehr gut. Ja. Ja. Jo, das ist ein echter. So, mal gucken, ob ich die 1 hinkriege. Nein, die 15. Damit kriege ich 3 Leben und ziehe 3 Karten. Das ist nett. Komm mal überlegen. Oh, 43, ja. Hey, hey, hey. So, und dann bin ich dran. Oh Gott, ja, dann... Wird jetzt... Dann muss ich mich jetzt gerade mal schützen. Dann machen wir 5, 6, 7. Und ich spiele ein Serra's Emissary. Der ist 7, 7 Flying. Und wenn der ins Spiel kommt, wähle ich ein Card-Type. Mhm. Ich sage Sorcery. Mhm. You and creatures you control have protection from the chosen Card-Type. Mhm. Ich brauche noch ein W6, bitte. Das heißt, Sorceries wären jetzt gegen dich nicht so sinnvoll, ja? Gehen nicht gegen mich. Ich bin davor geschützt. Ja, ja, gut, genau. Ich könnte es ja spielen, das würde halt nichts bringen, aber ich hätte eine Karte gespielt. Nee, also. Du kannst mich nicht targeten. Wenn du Protection hast, kannst du mich nicht targeten. Dann, ist das, ach, geht das, dann kannst du den Fehler gar nicht machen. Aber wenn du eine Sorcery spielst, die nicht targetet, die sagt alle, wirst du nicht getargetet. Nee, genau. Dann wäre auch alles weg. Also Boardball funktioniert nach wie vor. Weil der nicht targetet. Wenn ich ihn sage. Wenn du Schaden machst, dann ist der Schaden ausgelöst davon. Da haben sie Protection von. Aber ein Boardwipe, so ein Wrath of God oder sowas, der haut durch. Ja, ja, genau. Ja. Der haut durch. Das ist. Ich hatte mal eine Guacamole da. Ja, ein Blasphemous Act oder so, der wird jetzt nichts machen. Aber wenn du. Weil der gezielt Schaden verteilt. Aber wenn du jetzt einen hast, der sagt, opfert alle Kreaturen oder sowas, dann ist. Ja. Hast du was Fliegendes? 2. Die beiden können fliegen.
Das ist 4-4 und 1-4. 4-4 und 1-4. Naja, dann spiele ich noch ein Elixir of Immortality. Für zwei farblose Tappen kriege ich 5 Leben und mische das und meinen Friedhof wieder in meine Bibliothek. Dann bin ich fertig. Dann tappe ich. Clamp Action. Soldat stirbt. Das sind 2 Karten. Machen wir es nochmal. Soldaten sind weg. Joyful Storm Sculptor spielen. Wenn das Battlefield entert, bekomme ich 2 1-1 blaue und rote Elementar-Spielsteine. Und immer wenn ich einen Spell mit Combo caste, fügt der Stormcaster einem Schaden jedem Gegner und jedem Battle. Wenn dieser Spieler einen Battle protected, auch diesem Battle einen Schaden zu, dann bekomme ich 2 Elementals und dann bekomme ich 3 Leben dazu, weil 3 Kreaturen reingekommen sind. Noch 2 davon jetzt. Mathe ist. Oder? Ich weiß nicht. Kann ich? Das ist ja auch blöd. Obwohl du mich eigentlich auch schon gut. Eigentlich wärst du jetzt tot. Also. Ja. Also. Wenn du aber nicht glaubst, dann würdest du mich mit 3 Leben am Leben lassen. Also musst du dich jetzt nicht bei Frank entschuldigen, glaube ich. Also, wenn ich 33 Schaden hinbekommen würde, würde ich. Dann könnten wir gemeinsam noch gucken, dass wir die anderen beiden auch noch runterkriegen. Wir könnten vielleicht alle zusammen in den Untergang gehen. Zusammen das wäre ein cooler Leben. Plan. Das fände ich persönlich sehr gut. Ich gucke, dass ich 33 Schaden mit einem Blocker. Morgen arbeiten, Herr Frank. Wir ausrüsten dann die Natürlich. Taube. 2 Kollegen krank. Frank ist nur noch arbeiten. Außer heute, da sitzt er hier. Das ist wirklich so. Also ich gehe in den Combat, ich kopiere so einen Tentakel-Fuzzi, gebe nochmal einen hoch. Nochmal 15? Ja, 15, 13 fliegend. Sind wir dann bei 21 fliegend. 29 fliegend. Jetzt kommt da der ganze nicht fliegende Kram. Er hat auch noch einen 5-4er. Ja, da gibt es noch 2, die noch angreifen. Warte mal, du bist bei 29, ne? 29 fliegen, die noch 4 Schaden, die noch. Du
durchkommen könnten. Ja, wie ist das damit? Wenn ich keiner blocken, dann würde er seinen Commander verlieren. Ja. Ja. Entschuldigung, Chris. Willst du jetzt meinen Commander weglaufen? Nein. Wenn du blockst halt. Wenn du blocken würdest. Also im Block kriegst du 33 Schaden. Ja, nehme ich. Ja. Habe ich noch 4, ja? 3. Achso, da bin ich. Entschuldigung, ja. Wolltest du mich jetzt gerade töten? Nein, ich wollte dich nur um 33 dezimieren. Ja. Nicht töten. Ja. So ist fair. Dann gehe ich in meinen Endstep. Ich enttappe wieder bis zu 4. Wobei richtig fair wirst, wenn du dich jetzt darum kümmerst und ich sage, ich mache dann die Kreaturen alle weg. Worum soll ich mich kümmern? Nein, das darum, dass da, ja, dass, ja, dass er jetzt auf 3 geht. Das ist ganz andere Probleme. 3 bis 6. Oder kannst du dir auch selber Leben abziehen, dann darfst du dich auch selber runterdrehen. Aber. Mein Zahmer, mach mir kein schlechtes Gewissen. Muss arbeiten. Ja, das geht. Björn hat 43, du hast 3. Ich habe 9 oder 6? 6. 6. 6. Und Felix hat 37, das ist so richtig lustig. Wir beide sind halb, also wirklich mit einem Fuß im Grab. Für ein Schwarz. Und die beiden sind noch super dabei. Mache ich mir hier ein Weiß und ein Schwarz. Dann würde ich Daddy Dispute spielen. Mhm. Artefakt opfern. Und ziehe 2 Karten und erzeuge einen Schatzspielstein. Hast du noch einen Schatz irgendwo rumliegen? Wo habe ich den jetzt gerade? Unter dem. Ah, hier. Versteckt. Treasure. Perfekt. Dann würde ich für ein Weiß eine Soul Attendant spielen. Bis 21, 22 Uhr bin ich morgen arbeiten. Die kommt ins Spielfeld, ich bekomme ein Leben. Ich will los hier. Ich bekomme ein Leben, ich verteile ein 1-1 Counter. Darf ich hier Werbung machen? Für 5 spiele ich mir Commander. Na, also ist er wieder. Da hätte ich jetzt vielleicht. Eine Kreatur kommt ins Spiel. Ich bekomme ein Leben. Ich verteile ein 1 und 1 Konto. Kommt ein Leben. Und Felix wieder ein Leben, also kommt wieder auf 0 raus, ja. Aber er hat ein Leben gekriegt. Das ist wichtig, ja. Das ist der Punkt. Das Gefühl von Erfolg. Nee. Bin ich jetzt Assi? Mach einfach. Also mit mir kannst du Bündnisse schmieden, dass ich jemanden anderen rausnehmen würde. Du hast mir am Anfang meinen Kubaner weggenommen. Da hast du schon ganz viel verschissen hier. Das hat mich ganz schnell hinten geworfen. Und da die anderen alle blocken können. Ernsthaft? So willst du es machen? Ja, das Problem ist halt, irgendwie muss ich ihm Schaden machen. Auch da könnte ich dir helfen. Wohl, ich muss nur ein Leben bekommen. Wenn ich nur ein Leben bekomme, dann triggert ihr Effekt und dann verliert ihr alle 3 Leben. Oh! Deswegen sagte ich, das ist wichtig mit dem, dass er auch ein Leben gekriegt hat. Ach schön, dann habe ich mich ja doch selber ins Ausgeschossen. Dann bin ich auf die falsche Seite gegangen. Da hätte ich wohl doch woanders hinschießen sollen. Ich glaube, das Problem ist da, dass das dritte Leben noch fehlt. Der hat ja Lifelink. Ah. Deswegen könnte ich ihn angreifen. Ich bekomme 3 Leben, dann triggert es. Ich meine, er wäre eh tot, weil die dann 3-4 ist. In die falsche Richtung. Okay. Mist. Passiert.
Ja, die Frage ist, ob ich das Sinn mache. Also es geht mir jetzt nicht darum, ihn per se rauszunehmen. Wenn ich ihn anders angreifen könnte, würde ich ihn anders angreifen. Ist ja auch kein Muster mit dem Angreifen. War ja gerade in der Runde auch schon bei meiner Frau. Nee, das ist kein Muss. Aber die Frage ist ja, ich weiß halt, kenne ja deine Hand nicht. Die Frage ist ja, wer ist dein Essens hier? Ja? Ich habe ja auch nicht damit gerechnet. Dass wenn ich sage, du darfst das nächste Ziel aussuchen, dann kann ich dein... wie sagt man, wie nennt sich so ein Mafia-Angestellter hier? Dein Auftragskiller sein. Ja, dann mach mal. Dann gebe ich ab. Du musst aber sagen, wohin. Dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Ja, sage ich ja dann. Ja, meine ich. Ja, aber mach erstmal. Erstmal nicht. Ja, muss ich nur wissen, was ich dann jetzt spiele? Musst du dran denken? Danach tötest du mich. Der liegt. Wenn du was spielst, verlierst du 2 Leben. Also du kannst jetzt ein Spell spielen. Oder auf den und dann könntest du einen zweiten spielen. Aber ansonsten stimmt. Kannst du nur ein Spell spielen. Das musst du bitte bedenken. Nicht, dass du gleich sagst, wie kannst du. Und wenn ich jetzt alle Kreaturen rausnehmen würde? Das könntest du tun. Dann würdest du trotzdem noch 2 Leben verlieren. Ja, klar, aber ich hätte noch ein Leben. Ja. Dann wärst du noch auf 1. Ja. Ein Leben mehr, als ich brauche, um das Spiel zu gewinnen. Ja. Ich habe kein Live-Gate in Mono Rot. Ja, aber wäre das auch in deinem Interesse, dass ich. Du bist ja jetzt quasi hier mein. Mach was du. Alle Kreaturen rausnehmen. Alle Kreaturen bin ich eigentlich fein mit. Wie viel hat der Täubchen? Das ist ja die höchste Kreatur, ne? Mit der Stärke. 14. 13. 15. Warte mal, verlieren wir nicht alle Leben, wenn die jetzt stirbt? 15, nein, das ist 13. My Instep. Okay. 15, 13 Testotaube. 15. 13. 13 Toughness. 13 Toughness? Ja. Also selbst bei 2 wären schon 6, wären es 12, also 3 bräuchte ich mindestens, ne? Ja. Das heißt, ich bräuchte 5. Das heißt, ich hätte sogar noch einen über. Das mache ich mal. Also spiele ich dann für 3, 4, 5. Ich hoffe, da habe ich richtig gerechnet. Es wären 3 Schaden. Die haben alle Schutz vor Sorceries. Und ich auch. Ja, 3 Schaden an jede Kreatur. Das heißt, es wären 18 Schaden an jede Kreatur. Warte mal. Ja, nee, alles cool. Spiel. Bin ich doch tot jetzt? Nein, alles cool. Und es ist ein Instant. Okay. Ich wollte nur drauf, ich habe kurz Schiss gekriegt, habe da geguckt. Nein, okay, ich will darum, dass ich noch hätte reagieren können, um sein Sorcery-Dings wegzunehmen. Deswegen ging es mir darum, dass wenn dann auch alle Kreaturen sterben. Weil wenn jetzt alle stirben und seine Engel leben, dann haben wir auch nicht gewonnen. Nee, eben, das wollte ich jetzt noch darauf hinweisen. Halt. Okay, ja. Ich würde meiner Taube noch Indestructible geben, bis zum Ende des Spielzugs. Ist das ein Instant? Das ist ein Instant, ja. Ja, gut, da reagiere ich drauf. Ey, lustig. Bin doch. Das ist aber witzig. Exile. Also ist die Exiled und dann brennt alles. Alles brennt. Die Frage ist, ob er ja auch stirbt, weil er hat ja Schutz vor... Nein. Kurz, das Ding ist jetzt muss ich natürlich fairerweise sagen, du hast einen Spell gespielt. Ich krieg 2 Leben abgezogen. Er hat einen Response-Spell gespielt. Ich bin tot. 2 Trigger. Ich bin tot. Du bist tot. Die 2 Leben verliert er, nicht er. Der Spieler, nicht jeder. Stimmt. Ah ja, sorry. Boah. Sorry. Nee, jetzt also schon in der Woche ist zu spät. Ja. Jetzt du hast noch 4. Okay, also du verlierst 2. Ja. Ich bekomme 2, du verlierst 2, ich bekomme nochmal 2. Ja. Da ich die Leben vorher bekomme, kann ich den Trick. kann ich trotzdem noch die Counter verteilen und da Heliod Instructable ist, bricht Heliod 2 Counter. Okay. Bin ich auch noch fertig? Bei mir bleibt der Pristine liegen. Ja. Der hat ja. Also der ist der Schutz, der hat ja Damage, der bleibt liegen. Das heißt, auch du könntest jetzt sagen, du tötest mich. Ich glaube, alle können. Könnte ich. Dein Commander ist aber auch noch gegrillt. Hast recht. Gegrillt? Der hat sich selber gegrillt quasi dann. Ja. Ich lege einfach meine Marke drauf. So, darf ich noch meine Second Man Face kurz? Ja, selbstverständlich. Der Wayfarer's Bauer. Ist da. So. Schön. Ist da. Jetzt bin ich schon bei 6 Ebenen. Schade, dass ich bei der 7. bin. Sonst wären schon wieder Engel wiedergekommen. Ja gut, dein Commander kostet jetzt, Entschuldigung, 4. Das ist schon. Das stimmt. Der Beteuer. Ist ja ganz. Darf ich mir den kurz klauen? Ja. Ach, da liegt schon einer. Ich habe schon einen draufgelegt. Okay, ich mache immer so viel, wie er mehr kostet. Sonst, okay. Mach ich auch mal zur Übersicht. Dann mache ich das auch. Na, guck mal, ich habe jetzt gedacht, deiner kostet diese tatsächlich, weil ich dazu. Nee, du warst ja schon einmal tot, aber jetzt ist ja zweites Mal tot. Also ja, kostet jetzt 7. Nochmal, du musst es nehmen. Hab ich einen Unterton vernommen.
Okay. Dann mache ich für 7 Sephara Skyblade. Ist 7-7. Ich kann den alternativ springen für ein Weiß und 4 ungetappte Kreaturen mit Flying tappen. Habe ich aber nicht. Der 7-7 Flying Lifelink und Other Creatures You Control with Flying have Indestructible. Das auch noch. Das hätte ich gerade gebraucht. Könnte man so sagen. Danke, wir sind eine tolle Runde. Macht Spaß, uns zuzuschauen, aber die Frage ist nur, wer kriegt das jetzt ab? Eben. Den Zorn. Jetzt müssen wir anfangen. Der Engel. Also, er könnte es jetzt rein theoretisch einen Spieler vom Tisch nehmen. Kannst du ja, uns auch mich nicht beide rausnehmen? Ach nee, Einsatzverzögerung. Ne? Könnt ihr jetzt einen von euch rausnehmen oder er greift mich noch an, um mich zu reduzieren. Das kann er sich jetzt überlegen. Ja, okay, weil dann würdet ihr ja auch nur noch sitzen bleiben, theoretisch. Also, ne? Ja gut, weiß man ja nicht. Oder du wartest eine Runde und nimmst uns einfach gleichzeitig raus. Nee, ich warte auch eine Runde. Wenn ich dich nicht rausnehme. Ich bin seine Marionette gerade, von daher. Ich übergebe. Ich enttapp. Ich ziehe. Okay. Also der Boardwalk war für ihn schlimmer als für mich. Es war schon jetzt nicht so schön, dass auch von mir. Ja, und jetzt gleich sagst du wieder, du hast meinen Commander jetzt zweimal weggemacht. Ja, das zweite Mal habe ich nicht vor, das habe ich abgesichert. Das erste Mal war. Eins. Das war. Aber zwei, auch keine böse Dings hier. Nein, ich weiß. Du hast einfach schon geboren und hast schon ein Leben gekriegt. Das Problem war halt, ich hatte nichts anderes mit Live Gain. Das war meine erste Live Gain-Karte, die ich gezogen habe. Ja, okay. Jetzt gerade. Und da war mein ganzer Gameplay natürlich erstmal hinten. Aber alles gut. Kenne ich. 4 spiele ich Emaria Angel, 3-3 fliegend, immer wenn Land unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, bekomme ich einen 1-1 weißen Vogel. Mhm. Dann spiele ich ein Land, das kommt getappt rein, kann ich für blau, rot oder weiß tappen, dann bekomme ich eine normale Taube, ohne Testo. Für 3, Goblin Medics. Wenn Goblin Medics getappt werden, können die einen Schaden zu einem Target schießen. Die lasse ich offen und ich gebe ab. Ja, ich spiele den versteckten Lichthof, der kommt getappt, der macht. Ich kann ihn nicht sehen. Der ist versteckt. Macht für. Hey, oh, falscher, ist egal. Das passt auf. Für 4 generisch und einen weißen und tappen Opfern mache ich in Decke 4. Kreatur unter meiner Kontrolle im Spiel. Ich bekomme Leben. Wie viel? 1? 1, ja. Und. Ein bisschen wie am Fischmarkt. Counter. Jetzt habe ich noch 3 Mana. Da kann ich ja nicht viel mit anfangen. Dann würde ich abgeben. Ich werde eh nicht mehr so lange überleben, aber ich guck mal, dass ich jetzt genug rauskriege, dass ich dann wirklich nicht nur. Also brauche ich 4, da brauche ich 2, alles klar. Für 4 spiele ich den huschenden Landvermesser. Wenn der ins Spiel kommt, durchsuche ich meine Bibliothek nach einer Standardlandkarte oder Höhenkarte, bringe die getappt ins Spiel und mische danach. Für 2 sacrifice ich die Wayfarer's Bubble, suche mir eine Standardlandkarte raus, bringe die getappt ins Spiel, mische danach. Ich mache das direkt beides gleichzeitig, damit ich es habe. Bringt ja alles eh nichts mehr hier. Für mich
persönlich. Jetzt habe ich Mana. Endlich. Hätte ich vorher schon gebraucht. Ich gebe ab. Eine siebte Ebene. Was passiert jetzt? Beginning of my upkeep. Kann ich eine Kreaturenkarte aus meinem Friedhof ins Spiel bringen? Mhm. Also dann nächste Runde. Jo. Ja. Nicht mehr jetzt. Das war jedes Mal ein Nicht-Kreaturen-Spruch, ne? Ja, ja. Dann spiele ich für 4 meinen Commander. Dann Creature Type Engel ist Scry 1. Warte mal, ist das eine May Ability? Ich habe gerade sonst mein Scry vergessen. Nee, ist keine May. Was? Wo? Das schreibt er, Felix, ist das ein Black Lotus, den du da hast? What? Welche? Was? Welche Karte könnte das sein, die gemeint ist? Black Lotus? Ja. Nee. Schreibt einer, Felix, ist das ein Black Lotus, den du da hast? Ich weiß nicht, welche Karte du meinst, aber das ist ein Felberstein, ein Schatzspielstein, ein Angie's Welcome und ein Heliot. Und das ist alles Mana. Das ist Mana. Möchtest du abheben? Nein. Okay, dann gehe ich in meinen Combat. Auch muss ich fairerweise die anderen auch noch fragen oder so. Ne? Und gönn dir. Ich komme zu dir für 7/7 fliegend. Willst du das wirklich? Naja, ihr beiden seid die, die sich bekriegen sollen. Wir beiden sind die Leiden, die, sobald sie Zauberspruch spielen, gleich tot sind. Ja, ich hatte noch 2 auf Petto. Ja, also sie haben Flying Lifelink. Nein. Kein mehr, ich bin tot. Dann spiele ich für 2 Nispons. Sure, it's licked und each open and sacrifice a creature. A non-token creature. Hm. Bei non-token, da war er raus. Ja. Da geht der huschende Landvermesser wieder. Du kannst jetzt überlegen, was du opfern möchtest. Alles nicht so geil. Gut. Dann kriege ich 7. Und ich kriege 7 Leben. Und ich zahle 2 und ziehe 2 Karten. Und dann bin ich fertig. Ich kann keinen Windspell mehr spielen, weil ich dann sterbe. Ich habe kein Life-Gain drin. Du müsstest mit Kreatur. Hm. Davon hattest du ja auch schon erwähnt, dass du nicht so viele drin hast. Eine davon. Kannst das, kannst ja, du machen, genau. Ne? Eine von den Kreaturen ist übrigens der huschende Landvermesser, der mir ein Land raussucht. Und Solem Simulacrum, das mir Achtung, Land, Land raussucht. Und Karte ziehen. Und Karte ist das Überraschungsei. Ne? Kann Karte ziehen, Land raussuchen und blocken. Wenn das Battlefield entert, kann ich eine Creature, den Gegner so exilen, solange sie auch im Battlefield ist. Ich würde ihn exilen, ich würde 2 Schaden bekommen, weil ich ja. Ne, Non-Creature-Spell. Nee, ist Non-Creature-Spell, kannst du machen. Ja, dann ist alles gut. Darf ich wieder Sachen spielen? Achso, ja, ist ein Tonwechsel. Genau, also ich kann immer gleich wieder. Nein, ich darf keine Sachen spielen. Der. Ja. Das kostet ja aber auch 9, ne? Also, weiß ich nicht. Welche Werbung ist das? Snickers oder so? Oder ich alles. Mag dieses Spiel nicht. Das wird sogar hinkommen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mein Commander. Erneut. Okay. Auch zuletzt wahrscheinlich. Tiffy, Samson, Herr von Bönefeld. Der 20-Jährige guckt, weil er bei die. Ja. Ah, schön, danke. Immer diese alten Verrückten. Dann würde ich nochmal. Ja? Ja, nee, ist gut. Für 3 destroyed target planeswalker that was activated this turn or tapped creature.
Ich würde ihn, weil es eine getappte Kreatur ist, zerstören. Weil es ein Convoke-Spell ist, wenn ich Hellsicht 2 habe. Weil es der Commander ist, denke ich. Oder ist die Karte besonders wertvoll? Weiß ich nicht, aber weil es der Commander... Okay, beantworte du die Frage. Warum ist der im Magnetic Case? Weil alle meine Commander im Magnetic Case sind. Das habe ich mir so angewohnt. Dachte ich mir. So. Die kosten nicht viel, aber ich habe das einfach so mir angewöhnt, dass alle meine Commander in dem Case sind. Aber das Magnetic Case auch nicht, von daher ist das ja okay. Ja. Ja, das macht das keinen Sinn. 1,50, 4,34. Ja, aber er hier. Der ist noch da, ja. Na, der gute Kollege. Ist ein bisschen wie in der Supermarktkasse gerade. 1,50, 4,34, bitte. Ich muss auch irgendwo was machen, deswegen würde ich bei dir für 5 Fliegen Commander schaden. Oh, Commander hast du aber schon gut auf die Mappe gekriegt. Jetzt, naja, ne? Aber ich bin ja eh tot. Naja, deswegen. Schon. Ach, das ist noch hast du 4 Leben. Boah. Also das ist nicht tot. Zu tappen, ne? Ne, das war so ein Paket. Okay. Ist auch ein Engel, oder? Ist ein Engel, ja. Engel. Und ein Ally. Engel tappen sich nicht fürs Angreifen. Ja, sind die sich ein doch. Einige, okay. Aber es gibt auch einen, der alle anderen Vigilance gibt. Natürlich, das ist Mama Engel. Irgendwo ist der da drin. Ja, Engel geben auch anderen Engeln gerne was. Ich habe hier irgendwo die Karte drin, die sagt, Spieler können keine Leben dazu erhalten. Die hätte ich gerne auf den Start gehabt. Ey. Obwohl in dem Stadium auch nicht mehr gut. Ja, jetzt gut, kann er eh kein Leben kriegen. Ich krieg kein Leben. Wenn man kein Life-Gain hat, dann... Okay. Ja, in Rot... wird schwierig. Ja. Aber will ich nur Artefakte dann irgendwie hinkriegen noch. Ja. Komm, mach ich das? Mach ich das nicht? Kommt der Commander? Ach. Fuck. Für... 1, 2, 3, 4... 5. Tappen, opfern, neue Entdeckung 4. Gucken, was ich prison. Das kommt auch Entdeckung 4. Für jede Kreatur müssen wir 2 mehr bezahlen, wenn wir dich angreifen. Genau. Ja. Ja. Ich sag's nur immer, damit auch die Leute, wenn wer zuguckt, der neu ist oder so. Was spiele ich für 1, 2, 3, 4. Test of Endurance. The beginning of my upkeep, if you have 50 or more life, you win the game. Oh. Was bist du? Heliod wird zur Kreatur. Mhm. Heliod greift dich an. Ich halt. Wird. Oh nein, bist du jetzt tot? Nee. Er kann blocken. Ich block. Aber dann ist der Commander tot. Ich muss ihn blocken, ja. Ich weiß, sonst wärst du tot, also. Das ist so. Und dann gebe ich ab. Die Zwergenmine, die kommt ungetappt ins Spiel, wenn ich 3 oder andere Mountain kontrolliere. Wieso ohne Ende? Ja, gibt's jetzt Mana. Hast du dich über Mana aufgeregt? Jetzt hast du Mana. Ja, jetzt habe ich Mana. Der geht hoch. Und jetzt könnte ich wieder entscheiden, einen rauszunehmen. Wenn ich meinen Commander draußen hätte. Was ich 4, 5, 6, was ich tue. Und dann hätte ich noch 3 über, um einen rauszunehmen. Na guck. Werd ihr mir da böse? Dich darf ich nicht rausnehmen. Mich darfst du nicht rausnehmen. Ich kann doch beim Wert jetzt keinen Overkill machen. Wie viel Schaden machst du denn? 8, 16, 24, 30, 54. 54? Du machst 6 Schaden? 6 mal 6 sind 36. Ja. 6? Was? Nein, ich dachte jetzt, warte. 6 mal 2 sind 12 mal 3, alles klar, okay. 36, habe ich doch gesagt. Nee, war nur so. Habe ich einen. Also, vielleicht mehr. Okay, 36. Ich war nur verwundert. Das heißt, dich kann ich nicht rausnehmen, ich könnte dich nur, das wäre auch witzig. Auf 14 runter. Ja. Dann bin ich in Reichweite von dir. Das wäre eigentlich ganz lustig. Und dann tötest du mich jetzt einfach, indem du sagst, du swingst rüber, ne? Aber dann ist das so. Du bist immer noch bei 34. Du hältst sehr hohen deine Absprachen. Ja, ist ja so. Dann komme ich jetzt vorbei. Für was haben wir gesagt? 36. Ja, dann ist das so. Dreh du meine 50 auf 14 runter.
Bist du dann fertig, während du darum tippst? Mhm. Dann fange ich schon mal an. Da ich 7 Ebenen habe, kann ich jetzt eine Kreatur aus meinem Friedhof wieder ins Spiel bringen. Da wo kommt. So ein Quatsch. Ja, da kommt so ein Quatsch. Aber nicht so ein Quatsch. Was? Ein richtiger Quatsch. Ja doch, ich nehme die Sephara Skyblade. Dann bin ich dran. Die ist die 7-7 Flying Lifelink. Und andere haben Indestructible. Jetzt kommt auch noch mit Lifelink. Dann spiele ich einen Vesuva. Mhm. Ich kopiere meine Emeria. Das heißt, in meinem Upkeep kommen zwei wieder. Ist mir bewusst, was das heißt. Super Kasse, toll. Dann spiele ich für 7 Achroma Vision of Ixidor. Das wird jetzt eine scheiß Rechnerei. 6-6. Flying First Strike Vigilance Trample. Und at the beginning of each combat until end of turn, each other creature you control gets +1/+1 if it has flying, +1/+1 if it has first strike, and so on for double strike, death touch, haste, hexproof, indestructible, lifelink, menace, protection, reach, trample, also vigilance, Counter. And partner. Ja. Und dann bin ich aber fertig. Weil ich mein Engel, mein Pristine brauche zum Blocken. Ja, du kannst mir die anderen beiden blocken. Ich habe jetzt gar nicht mehr so ein Riesenvieh. Ja, aber ob das jetzt so sinnvoll war, weil wenn er jetzt überlebt, dann kann er dir rein 14 Schaden schießen. Aber gut. Das stimmt, der schießt mich, ja. Habe ich jetzt schon gesagt. Ja, das ich würde trotzdem noch eine Cola gleich in Ruhe mit dir trinken. Ich mag dich. Ich würde erstmal antappen. Du verstehst meine Witze, wir sind in einem. Das ist viel wert heutzutage. Das ist viel. Ja. Frag meine Frau, die versteht meine Witze nicht. Damit habe ich kein Problem. Meine Frau versteht meine Witze wunderbar. Echt? Nein, wir lachen auch viel zusammen. Das ist wichtig. Gerade in der heutigen Zeit ist das sehr, sehr wichtig. Es ist deutlich mehr wert als viele andere Sachen. Yep. 12. Ja, aber ich sehe es recht locker. Ich glaube, beim letzten Mal, als ich hier war, habe ich den letzten Platz gemacht von da. Ach ja, aber das ist hier halt, ich habe gerade auch ein Spiel gespielt, das ist halt dieses, ich lege die Karte hin, habe gewonnen, Ende. Halt so. Vorher vereinbart, wir spielen ohne so Infinites und dann sagt er auf einmal, okay, ich gehe jetzt Infinite, ihr seid tot. Ich denke mir, ja. Okay. Kassler? Ja, das Brot. Ah, das Kasslerbrot. Ich erwähnt auch Bernbrot. Du hast 34 Leben, dir kann nichts mehr passieren. Oh. Also laut meiner... Meine Güte. Wieso geht denn da nicht aus? Laut meiner Uhr wäre die Zeit abgelaufen. Das würde jetzt heißen... Aber sagt der Patrick nicht sonst auch Bescheid? Der ist ja gerade selbst in dem Spiel. Ja. Also okay, ich weiß nicht, ob dann der aktive Spieler beendet den Zug. Dann geht noch... Circle, Cycle. Of Life, genau. Ich habe jetzt noch Kassler ausgerüstet. Sie ist ja 6-4, 6-3. Und dann würde ich in mein Combat gehen. Dich nämlich angreifen für 6. Dann haben wir 2 Mana. Hast du die noch? Ich glaube nicht. Das war gut. Da ist was vergessen worden. Weil sonst hätte er mich nämlich jetzt mit 6 Mana Schaden genau getötet. Der passt. Willst du mich jetzt töten? Also. Damit ich letzter bin? Okay, dann nicht. Also, ne? Ich wollte gerade sagen, also andererseits freundlich, ich würde es anbieten, dass wir komplett einen Draw draus machen, wenn jetzt die Zeit abgelaufen ist. Zeit, dann addieren wir alles. Würde ich auch. Ich hätte ja auch noch ein Spell, wenn ich überleben würde, dass ich zumindest euch beiden auf jeden Fall rausnehme, gleichzeitig. Ja. Was auch wieder Blödsinn wäre, weil, also ich finde das, ich fand es ein schönes Spiel und wenn man ich draußen machen ich war ein bisschen drauf, hinterher, ich habe mich komplett verrechnet. Mathe, Kinder, geht zur Schule, lernt Mathematik. Ja. Dann gibt's ab. Ich gebe ab, ja.
Klicke auf alles. Jetzt kommt mein Infinite. Nicht lustig, ja, das ist. Also, das ist für ein Schwarz würde ich dann noch ein Soul Ring spielen. Besser spät als. Moment, warte. Ja, mach das. Und dann spiele ich für 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Den Commander. Damit er am Ende auf dem Tisch liegt. Mein Commander. Kreatur kommt ins Spiel. Ich verteile eine Mark. Nein, ich sichere mich ab. Wenn er im Spiel spielen sollte, um mich zu töten, so jemanden, wäre er vorher tot. Also, Scry One. Ich habe nur gerade überlegt, so aus Witz, aber ich kann ja keinen Non-Creature-Spell, aus Witz einfach so in der letzten Runde nochmal den Commander zu töten. Aber da würde ich mich selber auch mit töten. Das wäre aber auch. Und dann. Da wäre ich aber auch letzter. Greife ich jetzt natürlich noch an? Nein. Go. Das wäre. Non-Creature-Spell, ne? Richtig? Ja. Ja. Non-Creature-Spell. Einfach gar nichts. Das hatten wir beim letzten Mal, wo dann auch die gesagt haben, da war ich schon raus. Witzig. Und dann habe ich auch gesagt, ja komm, da war auch ein Spiel vorbei. Was ist denn, wenn ich uns drei jetzt gleichzeitig rausnehme und du jetzt erst? Aber das ist auch blöd. So kriegen wir ja alle die Punkte. Ich wollte gerade sagen. Und da hat einer mit dem Zombie-Deck fast nicht aufgepasst. Mit diesem schönen Zombie stirbt, ein Leben verlieren alle und so weiter. Fast noch seinen Kollegen umgebracht. Also ich, mein mono-schwarzes Zombie-Deck ist so, da habe ich einen Zombie drin, tappt und jeder Spieler kriegt einen Schaden, Anzahl Zombies, die ich habe. Ja. So kann ich auch alle gleichzeitig rausnehmen. Finde ich witzig. Finde ich voll fair, das ist so meine Art. Ja, ich könnte jetzt dich umbringen? Könnte ich sogar uns alle gleichzeitig töten? Das würde ja aufs Gleiche rauskommen. Nee, kannst du nicht. Nein, weil du stirbst zuerst. Du kannst kein Spell. Ich würde zuerst spielen. Es wird kein Spell von dir resolven, weil du tot bist, bevor der Spell resolved. Ja. Du kannst kein Spell mehr spielen. Hör einfach auf. Ach, der wird vom Stack genommen. 36. Ach, schade, ich könnte uns alle gleichzeitig töten. Da liegt aber so ein. Nein, kann ich nicht. Commander. Der bringt dich vorher um. Deswegen, safety first. Das wäre so ein schöner Abschluss gewesen. Das kommt ja aufs Gleiche. Wären wir auch alle mit den gleichen Punkten. Oh. Nee, komm einfach, damit ich es kann. Und ich habe also Artefakt-Kreatur. Artefakt-Kreatur ist ja auch eine Kreatur. Ich spiele noch den Wandel. Ist aber auch ein Artefakt tot. Nein, Quatsch. Ist eine Kreatur. Du bist dann fertig? Ist das ein May-Effekt? Was? Der hier? Mhm. Immer wenn ein Gegner einen Nicht-Kreatur tauscht, verliert er zwei Lebenspunkte und du erhältst zwei Lebenspunkte. Leider nein. Kann nicht vergessen werden. War aber eine gute Idee. Bist du dann fertig? Ja, ich bin fertig. Ich muss meinen Commander noch spielen, damit wir alle mit Commander. Ja, erstmal bringe ich jetzt mein Archangel ins Spiel und mein Battlegreen Grace Angel ins Spiel. Dann ziehe ich noch eine Karte. Dann spiele ich eine Ebene. Und dann, ja, dann bringe ich meinen Commander auch noch mit ins Spiel. Ja. Und dann bin ich einfach fertig. Ich enttapp. Ich ziehe eine Karte, ich gebe ab. Oh, das war jetzt aber ein Rap zum Abschluss. Alles klar. Cool, Leute. Gutes Spiel. Hat Spaß gemacht. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe, euch auch. Uns auch. Ich meine den Zuschauer. Ob die auch Spaß hatten, uns zuzugucken. Davon gehe ich aus. Muss. Wenn ihr Spaß hattet, wenn ihr auch Bock habt, mal so eine coole Runde zu spielen, wie ihr seht, sehr lustig, sehr gesellig. Kommt vorbei bei Trader, Buchtickets für Commander, Commander Precon, für Draften, alles was mit Magic zu tun hat, alles was mit Yu-Gi-Oh! Zu tun hat, alles was mit Digimon zu tun hat, alles was mit Karten zu One Piece hat. Zu tun hat, mit Karten, Pokern etc. nicht. kommt vorbei, Buchtickets, habt Spaß, kauft Magic, kauft bei Trader. Kauft die Testotaube. kauft die Testotaube. Habt ein schönes Wochenende. Rock'n'Roll, bis dann.